So, hallo Leute, stelle euch heute meinen Schröter Studio Amp mit 10 Watt vor. Das ist ein Boutique Amp, gebaut von Bernhard Schröter. Findet ihr unter Schröter Amps im Internet. Wie gesagt, ein 10 Watt Topteil. Darunter eine Barefaced Box mit einem Greenback 20 Watt Speaker. Ich habe hier vor mir ein Pedalboard mit verschiedenen Effekten. Das Wichtigste ist letztendlich ein Klon des Analog Man King of Tone, der hier noch ein bisschen mehr Zerre bringt. Die Gitarre ist eine Music Man Steve Morse Dark Lord Limited Edition. Bei der habe ich diese beiden Humbucker ausgetauscht gegen Heusel Humbucker und sie hat auch eine etwas andere Schaltung, da werde ich dann nachher noch was dazu sagen. So, sowohl Lautstärke, also Volumen, als auch Gain stehen jeweils als bei 6, also bei circa 14 Uhr. Mittelregler ziemlich in der Mitte, Bässe und Höhen sind leicht zurückgenommen. Es gibt hier noch einen Scheinregler bei dem Amp, der die oberen Präsenzen ein bisschen befeuert, der ist an. Und hier gibt es einen dreistufigen Schalter, den nennt Bernie Touch and Gain, wo man verschiedene Gain-Voreinstellungen wählen kann. Ich befinde mich jetzt hier in der mittleren Einstellung und so klingt das Ganze dann. Wie gesagt, nur der Amp und ein bisschen Delay dazu als Der Hals-Humbucker. Die nächste Einstellung, die ich hier habe, ist der Hals-Humbucker mit einer gesplitteten Spule vom Steg-Humbucker. Wenn ich jetzt das Volumen etwas zurücknehme, dann komme ich praktisch nahezu clean. Mal wieder den Steghambacker. Ich gebe es etwas Gain über den King of Tone dazu. Absolut leise, also praktisch zumindest im Humbucker-Betrieb keinerlei Nebengeräusche, auch jetzt nicht mit dem vorgeschalteten Overdrive. Er hat eine Effektloop, die kann man sowohl seriell wie parallel verwenden. Ich habe sie jetzt hier auf voll seriell, denn ich habe verschiedene Effekte eingeschleift und unter anderem auch als letzten Effekt im Einschleifweg noch ein Pedal, um eine Solo-Lautstärke zu ermöglichen, sprich, der Amp ist eigentlich auf Solo-Lautstärke eingestellt und mit dem Pedal wird der Pegel etwas runtergenommen. Und wenn ich jetzt dann gleich drauf trete, dann hört ihr den Unterschied zum Solo-Sound. Der erste Kanal vom King of Tone. Jetzt nehme ich mal den zweiten dazu, der hat etwas mehr Gain. Tatsächlich beide Kanäle zusammenschalten. Das gibt natürlich dann noch mal mehr Schub.
Mach mal jetzt. Der Amp matcht 0. Er hat eine sehr effektive Bassklangregelung und mit der bekommt man jegliches Matschen raus, ohne dass es deswegen dann dünn klingt. Es klingt immer noch fett. Ich hoffe, es kommt auf dem Video so rüber. Steckt Halshandbacker. Also auch mit zugeschalteten King of Tone Overdrive bringt man den Amp praktisch nahezu clean, ohne nennenswerten Lautstärkeverlust. Noch ein Wort zu der Music Man. Man kann bei der mit dem 5-Weg-Schalter zwei verschiedene Ebenen schalten. Ich befinde mich jetzt hier mit dem 5-Weg-Schalter in der unteren Ebene. Hier werden Humbucker-Sounds und dazu gesplittete Humbucker in unterschiedlichen Stellungen verdrahtet auf 5 Wege. Und hier in der oberen Stellung sind es ausschließlich gesplittete Sounds, also ausschließlich Single-Coil-Sounds, die hier zur Geltung kommen. Zum Beispiel eben dieser gesplittete Halshandbacker. Vergleich dazu der volle Humbucker. Als der gesplittete Halshandbacker mit dem mittleren Single Coil.
so viel zu diesem tollen Schröter Studio Amp, 10 Watt, vollkommen ausreichend für einen normalen Bandprobebetrieb. Hängt ja tatsächlich auch ein leiser Speaker dahinter. Der Greenwatt ist tendenziell eher ein sehr leiser Speaker. Also wenn man etwas mehr braucht und einen V30 dahinter hängt, dann hat man gleich mal deutlich mehr Schub. Und zu dieser Music Man Gitarre, umgebaut von Aces Guitar Lounge, mache ich hier gerne Werbung dafür. Ich bekomme nichts dafür, aber der Mann macht einen tollen Job. Wie gesagt, zwei Häusl-Humbucker drin, dieser Schalter mit den 10 Stellungen drin und schon ist das eine mördergeile und super flexible Gitarre. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das kleine Video. Wenn es passt, dann lasst mir doch einen kleinen Daumen hoch da. Vielen Dank!